herzlich willkommen. Heute wollen wir uns mit der Frage befassen, ist Krebs genetisch verursacht oder ist Krebs eine Stoffwechselkrankheit? Das erscheint zunächst einmal eine ziemlich theoretische Fragestellung, aber bei genauerem Hinsehen hat das eine unglaubliche Auswirkung auf jeden einzelnen Krebspatienten. Denn die Schulmedizin versucht uns ja weiszumachen, Krebs ist irgendwie genetisch verankert und da kann man halt nichts machen, das ist halt so. Wenn aber Krebs nämlich eine Stoffwechselkrankheit wäre, dann könnte man ja den Stoffwechsel irgendwie umstimmen und der Krebs wäre damit heilbar. Um dieser Frage näher zu kommen, schauen wir uns mal an. Im Jahre 1931 hat der deutsche Arzt Otto Warburg den Nobelpreis bekommen im Bereich der Medizin für seine Entdeckung, dass Krebszellen ihre Energie durch anaerobe Glykolyse gewinnen. Was ist anaerobe Glykolyse? Das bedeutet Energiegewinnung ohne Verbrennung von Sauerstoff. Das heißt, die Glucose, der Zucker wird verbrannt ohne Vermittlung von Sauerstoff. Das bedeutet also, dass die Krebszellen keinen Sauerstoff benötigen, um ihre Energie zu produzieren. Schauen wir uns mal an, was damals Otto Warburg vorgelegt hat. Nämlich hier sehen wir das. Wir sehen auf der linken Seite diese drei bläulichen Zellen, das sollen also regelmäßige Zellverbände sein. Und auf der linken Seite sehen wir plus O2, also unter Vermittlung von Sauerstoff, gibt es eben die sogenannte oxidative Phosphorylierung, heißt das. Die sogenannte aerobe Verbrennung von Glucose, also unter Anwesenheit von Sauerstoff. Und Sie sehen, da kommt Pyruvat raus. Und dann haben wir diesen komischen Pfannkuchen, das sind die sogenannten Mitochondrien. Jede Zelle hat hunderte, die Herzmuskelzelle sogar etwa 3000 solche kleinen Pfannküchlein in jeder einzelnen Zelle. Und da wird der Sauerstoff mit der Glucose, mit diesen Abbauprodukten verwurstelt und es kommt Kohlendioxid raus. Und Sie sehen, es kommt sehr viel Energie gleichzeitig, nämlich 36 Mol ATP. ATP, das ist die Energieeinheit pro Mol Glucose. Also sehr, sehr viel Energie unter Sauerstoffverbrennung. Auf der rechten Seite, da sehen wir minus O2, also Glucose wird abgebaut zu Pyruvat. Pyruvat wird abgebaut zu Laktat. Laktat, das ist also die Milchsäure. Und das werden Sie gehört haben, wenn wir sehr schnell und sehr intensiv arbeiten, dann kommt nicht schnell genug der Sauerstoff zu den Körperzellen hin. Und deswegen muss dann auch die Glucose eben anaerob, also unter Abwesenheit von Sauerstoff, verbrannt werden. Und das ist diese anaerobe Glykolyse. Und dann bekommen wir eben einen Überschuss an Milchsäure in den Geweben. Und das gibt dann diesen gefürchteten Muskelkater. Denn das wird dann langsam erst abgebaut. Und in der Zeit haben wir dann manchmal sogar tagelang Muskelkater. Und Sie sehen, die anaerobe Glykolyse ist viel schlechter von der Energieausbeute. Hier haben wir nicht 36 Mol, sondern nur 2 Mol. Also nur ein 1/18 der Energiegewinnung. Ein ganz schlechter Zustand, aber wenigstens funktioniert. Irgendwie Energie kommt schon auch raus. Und im rechten Teil, hier sehen wir die Tumorzellen, diese grünen. Das ist das, was jetzt Otto Warburg vorgelegt hat, dieser berühmte Warburg-Effekt. Eben 5% werden über diese kleinen Pfannküchlein, also über die Mitochondrien, abgewickelt unter Verbrennung von Sauerstoff. Und nur 5% und 95%, das ist hier ein Schreibfehler, 85% werden zu Laktat, also zur Milchsäure, vergoren. Und dieser Gärungsstoffwechsel, da haben wir dann etwa 4 Mol Energieausbeute pro Mol Glucose. Dafür hat also der Otto Warburg den Nobelpreis bekommen. Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, wie gesagt, schon vor 85 Jahren war klar, dass eben der Krebsstoffwechsel ein besonderer Stoffwechsel ist. Und die schulmedizinische Lehrmeinung nun geht davon aus, dass die gesunde Zelle eben durch einen genetischen Defekt zur Krebszelle wird. Das heißt, die ist einfach verrückt geworden. Die sagt einfach, nö, ich will keinen Sauerstoff mehr verbrennen. Ich will eben diese sogenannte anaerobe Glykolyse, also unter Abwesenheit, also sprich Vergärung machen. Und das ist der kardinale Fehler. Denn in Tat und Wahrheit ist es so, dass diese anaerobe Glykolyse ein biologisches Sonderprogramm, ein Notprogramm darstellt, weil nämlich die Zellen wegen übermäßiger Verschlackung an einem Sauerstoffmangel leiden. Und das nebenbei bemerkt ist auch der Grund, warum die Schulmedizin heute noch nach einem Medikament sucht, um den Gärungsstoffwechsel der Zelle zu unterbinden, was natürlich nur anhand dieser irrigen Annahme, nämlich der genetischen Verursachung, Sinn macht.
zu verstehen, warum das eben so ist, dass tatsächlich hier die Zelle gar nicht anders kann, als in den Gärungsstoffwechsel überzugehen, das wissen wir auch schon seit vielen Jahren und das ist hier in diesem Bild mal etwas schematisch dargestellt. Sie sehen, hier sind also vier rund dargestellte Zellen. Normalerweise sind ja die Zellen viel dichter an dicht gepackt, aber einfach um das Prinzip zu erläutern, haben wir hier mal vier Zellen. Und Sie sehen, von links nach rechts laufen die Blutgefäße, auf der linken Seite die rot dargestellten arteriellen, sauerstoffreichen Blutinhalte. Nach rechts kommt das sauerstoffarme, blau dargestellte venöse Blut, was dann wieder zum Herzen zurückfließt. Und Sie sehen hier in diesem Kapillargeflecht, da gibt es doch da so ein kleines rotes Pfeilchen, was da von den Kapillaren zu der oberen linken Zelle geht, dieses Pfeilchen, dieses gestrichelte. Das bedeutet Sauerstoff, der dahin durchdiffundiert. Und natürlich, dann gibt es den Abtransport von den Schlacken dann wieder, auch so ein gestricheltes Pfeilchen. Und das ist eben entscheidend wichtig zu verstehen. Die Arterien, die Arteriolen, die Kapillaren gehen nicht direkt bis zu jeder Zelle, sondern vielleicht ein Hundertstel Millimeter, ein paar Tausendstel Millimeter Abstand muss der Sauerstoff frei durch das Gewebe hindurch diffundieren. Und wenn da jetzt Schlacken sind, eben diese Mülldeponie, und die Zellen, die machen ja ihren Stoffwechsel, die machen auch Pipi und Kaki und das muss dann irgendwie abtransportiert werden über die Lymphgefäße, über die Venen und so weiter. Wenn das nicht richtig funktioniert, dann haben wir eine Behinderung des Sauerstoffs. Der Sauerstoff kommt nicht genügend zu den Zellen und die Zelle ist gezwungen, die kann gar nicht anders. Die muss auf Gärungsstoffwechsel, also auf Abwesenheit von Sauerstoff umschalten. Also genau umgekehrt, wie das eben die Medizin sagt. Und dass es so ist, das werden wir uns gleich anschauen. Hier habe ich Ihnen mal drei Studien dargestellt, hier die beiden von Otto Warburg und die Studie Nummer drei von Seyfried vom 7. Juli 2015. Unbedingt nachlesen. Da habe ich jetzt dieses Bild herausgenommen und das werden wir uns zum Schluss noch gucken. Hier haben wir das und zwar dieses Bild. Auf der linken Seite erstens die normalen Zellen. Eine normale Zelle, Sie sehen, die hat eine grüne Zellwand, also grün dargestellt, das bedeutet gesund. Dann haben wir diese beiden Pfannkuchen, das sind die Mitochondrien, auch grün dargestellt, das ist gesund. Und da unten drunter dann den Zellkern, dieses komische Ei. Und es ist logisch, wenn diese Zelle sich teilt, dann wird auch wieder natürlich eine gesunde Zelle kommen oder zwei gesunde Zellen, auch wieder grüne Zellwand, grün dargestellte Mitochondrien und grün dargestellter Zellkern. Schauen wir uns das zweite Bild an, Tumorzelle. Tumorzelle wird hier dargestellt, rote Zellwand, rote Mitochondrien, roter Zellkern. Wenn sich das teilt, logisch, kommen zwei Tochterzellen, das sind wieder Tumorzellen. Und jetzt wird's spannend. Nummer drei. Wir haben jetzt hier eine Zelle, eine gesunde Zelle, gesunde Zellwand, ist grün dargestellt. Wir haben gesunde Mitochondrien, auch grün dargestellt. Und dann wurde der gesunde Zellkern herausgeholt und ein Krebszellkern wurde in diese Zelle hineingefügt. Und was passiert nun, wenn diese jetzt angeblich ja krebsig gewordene, denn sie hat ja ein krebsiges Genmaterial, wenn diese Zelle sich teilt? Und da sehen wir, oha, es kommen wieder gesunde, normale Zellen. Die haben zwar einen krebsigen Zellkern, aber die Zelle selber ist vollkommen normal. Damit haben wir bereits den Beweis, dass Krebs kein genetisches Problem, sondern ein metabolisches, ein Stoffwechselproblem ist, nämlich von den Mitochondrien abhängig. Solange die Mitochondrien gesund sind, ist kein Problem. Und jetzt machen wir den Gegenbeweis. Schauen wir uns das letzte Bild Nummer 4 an. Jetzt haben wir das Zytoplasma, also dieser Inhalt der Zelle, vor allem eben die Mitochondrien, die sind krebsig. Und jetzt hat man hier einen gesunden Zellkern hineingepflanzt in diese krebsige Zelle. Wenn das jetzt also wirklich von dem genetischen Material abhinge, dann müsste ja bei der Zellteilung dieser gesunde Zellkern gesunde Tochterzellen erzeugen. Und schauen wir mal an, was passiert. Sie sehen hier ganz unten rechts, die Tochterzellen sind entweder Tumorzellen wiederum, also mit einem roten Zellkern, oder sie sind gleich tot. Damit haben wir also ganz glasklar eindeutig bewiesen, dass Krebs eben ein metabolisches und also ein Stoffwechselproblem ist und kein Problem des Zellkerns, keine genetische Erkrankung. Also als Fazit halten wir fest, Krebs ist keine genetische Erkrankung, sondern eine Stoffwechselkrankheit. Krebs ist eine sinnvolle Überlebensstrategie von Zellen, die zu wenig Sauerstoff und zu wenig Nährstoffe erhalten, weil die Bindegewebe verschlackt sind.
Und schließlich können wir festhalten, Heilung von Krebs ist möglich. Und zwar durch eine systematische Entschlackung des Organismus, zusätzlich Darmsanierung und Rohkostuntermeidung der konzentrierten Kohlenhydrate. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.